Wuhey, es geht weiter hier bei WoW und ja, wie versprochen, ich bin jetzt hier wieder da und gebe jetzt erstmal die ganzen Quests ab. Einmal hier den Kopf, dafür kriege ich noch einen Ring, der mir gar nichts bringt. Hm, das wäre geil gewesen, ist aber leider Leder. Dann nehme ich das, was am meisten wert ist. Hier die Gnome, ja, ja, einfach abgeben. Und oh, hier das die Bombe. Ist ein netter Ring. Sie ist wie groß? Das hört sich gar nicht gut an, ja. Okay, dann habe ich hier noch die zwei abzugeben. Seid gegrüßt. Oh. Man sieht dich. Oh, dann gibt es hier nicht mehr wirklich Folgequests. Ja, doch ein bisschen. Aber nicht wirklich. Meldet euch im Schlingendorn-Tal, nö. Ah, nö, dann gibt es überhaupt gar keine Folgenquests. Außer von ihr vielleicht. Wir müssen wahrscheinlich die Bombe stoppen oder so. Aber das ist uns egal, oder? Ja. Also, wir haben uns eingetragen für Gnomerikan, ist eh zufälliger Dungeon. Und wir laufen. Eine Folgequest habe ich hier. Ja, ist doch Bullshit, oder? Ja, richtig. Oh, mein Magier-Klassenquest bringt gar nicht mehr meine Erfahrung. Das ist natürlich traurig. Wir gehen jetzt einfach in Schlingen, in den Steinkrallengebirge. Und gucken mal, ob wir uns da überhaupt aufhalten dürfen. Ob hier irgendwas. Nordwacht-Expedition ist doch. Oh, da ist ein Hordler. 30? 25 und 30. Das sind zwei Hordler, die gegeneinander Duell machen. Ja, da sollten wir dran vorbei. Die dann machen uns bestimmt fertig. Sollten wir lieber dran vorbei, ja. Ja, er will uns angreifen, aber ich renne jetzt einfach weg. Ja. Nordexpeditionslager dürfte eigentlich Ali sein. Wir laufen da jetzt einfach mal durch. Basislager der Nordwacht-Expedition, ja. Genau, das ist also da bin ich mir sehr sicher, dass das Ali ist. Mauri checkt, verfolgt mich noch. Ich sehe das. Der ist richtig heiß auf dich. Boah, die Steinkrallengebirge. Sieht auch anders aus als früher, oder? Jetzt greift er einen Speer von Danassus an. Jetzt ist er weg. Wir hätten ihn natürlich auch jetzt töten können, wenn er alleine ist. Ja, stimmt. Wenn er jetzt wo er alleine gewesen ist, hätten wir ihn auch töten können. Das ist richtig. Haben wir nicht drauf geachtet. Was geht denn hier ab? Hier wird ja alles. Das hier ist definitiv neu. Das war wow, früher noch nicht so. Wow, Rosie Elite 31. Wow. Oh! Wow. Wollen wir den nicht töten? Keine Ahnung. Können wir gerne machen, wenn uns dann nicht der andere einholt. Dann komm mal her. Obwohl, der hat 10.000. Schaffen wir das? Das weiß ich nicht. Und lieber nicht. Ich weiß nicht, 10.000 ist schon eine Menge. Aber wir laufen jetzt eigentlich gerade in das andere Gebiet, aber dann wissen wir, ob es Horde oder Ali ist. Seit wann ist denn hier voll der Krieg, sag mal? Sieht ja aus wie bei Burning Crusade hier mittlerweile. Seit Cataclysm nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Da bin ich mal gespannt. Da ist doch ein Allianz-Symbol. Das sieht gut aus. Dann ist das hier Ali. Dann ist vielleicht die andere Hälfte Horde. Ja, sieht gut aus. Die Gnome gehören ja auch zur Allianz, aber das heißt ja hier noch lange nichts. Hier gibt es erstmal einen Greif-Typen. Das ist das Wichtigste. Ein Quest habe ich hier. Ein Quest, das ist jetzt nicht gerade die Welt. Aber wahrscheinlich sind wir noch zu niedrig dafür. Ist das der Süßigkeiten-Bottich? Ja. Das ist befürchtet. Oh, was bin ich denn jetzt? Cool. Wird aber auch kein anderes angezeigt. Kein anderes Quest. Kein anderes Quest, Alter. Erstmal den Beutel aufmachen. Was ist er denn? Da. Süßigkeiten. Und die weibliche Drenei-Maske, jawoll! Geil, guck mal, maskiert. Was hast du bekommen? Eine weibliche Drenei-Maske. Du Arsch. Wo ist denn diese Tüte? Ja, geil. Ich hab gar nicht so einen Beutel bekommen. Wie, du hast keinen Beutel bekommen? Ach da, eine Handvoll Süßigkeiten. Ja, ich krieg wieder Süßigkeiten, so ein Scheiß. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, Geistkostüm weg. Und wie kann ich mir das jetzt
Ach, ich hab die jetzt an die Drenai-Maske. Ah ja, Tatsache. Ist natürlich blöd, wenn ich ein Drenai bin und mir eine Drenai-Maske aufsetze. Willst du, kann ich, warte mal. Ich glaube, ich kann dir die auch ich kann dir... Das sieht richtig lappenhaft aus. Ja. Nee, das ist echt kacke. Die tue ich auch direkt wieder weg. Also, ins nächste Lager rein. Ja. Also gehen wir jetzt runter zur Nordexpedition. Eigentlich ist der Weg hintenrum ja viel günstiger, oder nicht? Ja, ich geh den Weg. Das sind nämlich auch keine Gegner. Komme ich zu diesem Tiertrainer auch. Damit möchte ich mich auch mal beschäftigen. Oh, bitte lass mich hier hochkommen. Ja, 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 Win. Okay, der Boden hat einen Win abgestaubt. Ist echt faszinierend, wie sich die Gebiete verändert haben. Pyro-Zimtbällchen, die kannst du mir geben, dann krieg ich vielleicht auch mal diesen komischen Erfolg. Das ist, glaube ich, keine Süßigkeit. Ich kann dir Süßigkeiten geben. Wenn die nicht sowieso. Ja, aber. Boah! Königin Sylith ist hier. Alter. Wer ist hier? Das ist so eine Spinnenkönigin. Sie ist einfach riesig. Gib dir das. Okay. Aber es ist kein Ra-Gegner. Also eigentlich gar nicht so interessant für uns. Oh, es fehlt auch nur noch ein Heiler für etwaige Instanzen. Gnomerigan. Vor allem, warum sind diese Meistertier-Zähme eigentlich immer voll am Arsch der Welt? Oh, da ist eine Druidin-Level. Level Totenkopf? Level Totenkopf, also. Mindestens 10 Level höher war das dann, oder? Ich glaube ja. Irgendwie sowas. Steinkrallen wieder. Ja, eigentlich genau. Es ist gar nicht mehr so düster, dieses Gebiet. Es ist also ein bisschen hübsch, das haben sie es schon gemacht. Oder? Weißt du, womit wir das verwechseln gerade? Mit Desolace. Da wo hier. Nee. Diese eine Dungeon auch ist. Ich habe das gerade mit 1000 Nadeln verwechselt. 1000 Nadeln ist wirklich hässlich. Nee, ich glaube, das, was du, dachte ich gerade, meinst, wäre. Nee, nicht Rotkammgebirge, auch nicht brennende Steppe. Wie hieß denn das? Jo, hier ist eine Barrikade. Was, nicht Desolace? Das ist auch ziemlich trocken und grau. Ja. Ah, und jetzt weiß ich wieder. Ja, ich guck nochmal. Hier hinten ist sonst noch das Dingslager. Also auf jeden Fall, wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Vielleicht rennen wir da nochmal eben schnell rein. Dann sind wir auf jeden Fall geschützt, ja, wenn wir wiederkommen. Ich weiß es im Übrigen wieder, wie der eine Dungeon mit dem kopflosen Reiter da. Mit dem Reiter da am Ende heißt. Das war Stadtholme. Stimmt. Das war unser Lieblingsdungeon. So, wir sollten langsam mal betreten. Ja, 15 Sekunden noch. Können wir den noch aktivieren, den? Ja, okay. So, dann sind wir safe. Aktiviert und ab nach Gnomerigan! Das ist ein richtig ekelhafter Dungeon. Aber da wären wir, ich habe schon gesagt, wenn wir Glück haben, sind wir Level 29, wenn wir hier rauskommen. Haben einen Nachtelf-Mönch als Tank. Cool. So, na dann. Sag ich auch mal Hallo. Man ist ja freundlich. Geht der große Spaß ja auch schon los. Einer gerade ein Level abbekommen. Boah, vor allem war die. Ach, der springt direkt runter. Okay. What the fuck? Okay.
Okay. Die wollen wohl ein bisschen was überspringen, habe ich das Gefühl. Okay, gehen wir halt direkt zum Boss. Normalerweise kann man die ganze Indie auch machen, aber. Rum! Ist völlig überbewertet. Ich meine, klar, also ist möglich. Solange auch alle mitkommen, ist ja in Ordnung. Ja. Aber eigentlich nicht so gedacht. Okay, wenn die natürlich abkürzen wollen, habe ich nichts gegen. So wird das vielleicht nichts mit Level 29, aber. Können wir schneller die Belohnung abstauben? Ja, so, da ist der erste Boss nämlich schon, der wird auch schon direkt angegriffen. Finde ich gut. Ah, ich habe einen Arkan-Zauberer hinter mir, sehe ich gerade. Arkan werde ich definitiv dual machen, bis zum Endcontent. Ja, der hält schon ein bisschen was aus, ne? Ja, vor allem kommt hier gerade... Und verfehle ich den auch dauernd? Was soll denn das? So. Voll verkackt. Gut. Das ist nix für mich. Einhändig 1837. Ah, nee. Was macht? Lobbel. Jetzt habe ich aber den Überblick verloren, wo wir sind. Du, ich kenne mich hier auch nicht mehr aus. Aber die Karte ist wenigstens. Da gibt es auf jeden Fall drei Quests, also. Ja. Ja, es kämpfen hier noch alle und du nimmst erstmal den Quest an. Ist ja auch nett. Wie was? Ja, hast du schon verstanden. Nee, ich hab's nicht gehört akustisch. Wir sind hier noch mitten im Kämpfen und du nimmst schon Quests an. Achso, ja, ja, klar. Ja, aber wahrscheinlich haben wir jetzt den Rest übersprungen, weißt du? Wir haben die Quest jetzt gar nicht. Da kommen wir, glaube ich, gleich hin, oder nicht? Weil wir die halbe Innie doch überspringen. Ja, das macht ja keinen Sinn, wenn man die halbe Innie überspringt. Nee, Bodo, wir müssen da in eine andere Richtung. Guck mal, drück mal M. Wir müssen da unten rein erst. Ich weiß aber nicht, ob wir da alleine hinkommen. Ja, da sind nämlich Gegner. Oh, fuck. Ich will die Quest holen, ansonsten lohnt sich das doch gar nicht. Hallo? Ja, was soll ich sagen? Ja, mal ja oder so. Ja, du kannst dich gerne versuchen, dann durchzuschlagen, aber dann, ich glaube nicht, dass wir das schaffen alleine. Nur Merigan ist ja voll mit Leuten. Ja, ich frag jetzt einfach mal, ganz ehrlich, wenn die da durchrennen wollen, dann ja, okay. Dann will der halt wahrscheinlich irgendeinen Gegenstand haben, aber ich hätte ganz gerne die Erfahrungspunkte. Also so ehrlich muss man mal sein. Wenn ich mir hier schon Gnomerigan antue, dann soll sich das bitte auch lohnen. Oh, das kommt immer mehr. Bekommen, dass ich die Quest holen möchte. Keine Ahnung, hier in dem großen Getummel. Scheinbar nicht. Unser Tank rennt halt einfach vor und das ist, ja. Aber ich meine, da kommen wir erst noch hin, oder nicht? Nein, guck doch auf die Karte, Mann! Du bist von der Halle der Zahnräder, gehst runter in den Schlafsaal und da in der Ecke ist die Quest. Oder möchtest du mir sagen, dass du das anders siehst? Nö, ich sehe auf der Karte gar nichts.
Du drückst M und siehst nichts. Ja, nichts, was mir weiterhilft. Vielleicht gehen wir hier nach auch wieder hoch, einfach. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist Ewigkeiten her. Mann, aber du siehst doch an der Minimap, wo die scheiß Ausrufezeichen waren. Und wenn du auf die scheiß Karte guckst... Ja, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwer hier reingeht, um einen Gegenstand zu kriegen. Na, wenn der Tank das aber irgendwas hier braucht. Ja, das ist jetzt nicht so, dass du dein Equip hier nicht irgendwie alle 2 Stunden wechselst oder so, wenn du hochlevelst. Ja, dann erklär mir bitte, warum sie dran vorbeirennen. Du kommst da nicht mehr hin, du musst hier diesen scheiß Elektro-Dings doch eher... Ach egal, ich sag einfach gar nichts. Von mir aus. Ja, solange der Tank nicht mitmacht, ist das halt eh Käse. Ja, hast du halt auch einfach verloren. Na gut, dann halte ich mich halt eben daran. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.